ich da wirklich noch so einen Balkon rüberziehen will, was sehr gut sein kann. Und dann. So, ich muss auch mal schneller bauen, weil ansonsten wird sich das LP hier unnötig in die Länge ziehen. Zack, 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 zack. Nein. Wieder nix. Ja, WTF. Okay. Halt, stopp. Jetzt reicht es. Toll, nur ein Cleanstone. Na, egal. Zack, 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 zack. Obwohl, was man eigentlich auch machen könnte, wäre doch die Decke wieder weg. Eins tiefer und dann Holz wieder als Boden. Als Böden. Obwohl. Ja, doch. Doch, komm. Machen wir jetzt eine Schicht drunter direkt. Komm, dann gehen die Fenster halt im ersten Stockwerk bis zur Decke. Das juckt da dann irgendwie auch kein Schwein mehr. So, warum ich zuerst hier die Decke baue, ist ganz einfach der, dass man dann oben viel leichter den ganzen Scheiß wieder abbauen kann. Dann kommen die Treppen auch noch weg. Und dann kommt hier direkt auch nochmal Stein hin. So. Ah, ja, nö. Scheiße. Da mache ich so wie, ja, so wie Debitor, ja. Blabums. Einfach ein doppelter Boden. Das hier, die erste Schicht hier unten ist halt die Decke für das untere Geschoss und die zweite Schicht ist halt der Boden fürs obere Geschoss. Ist einfach besser so. Dann kann man auch mal in den Boden ein tief irgendwas reinbauen oder so, oder in die Decke mal einen Glowstone, ohne dass es gleich oben im Boden auch zu sehen ist. Beispielsweise. Oder wenn ich Wolle als Boden nehme. Dass ich nicht Wolle als Decke habe, weil ich finde, irgendwie Wolle als Decke passt auch nicht so wirklich, finde ich. So, nur was ich hier oben als Boden macht, das ist natürlich jetzt noch die Frage. Also, das Holz würde ich eigentlich recht ungern nehmen, weil ich das unten eher fürs Lager nehme. Dann würde ich vielleicht eher schon sagen, normales Holz oder Dschungelholz. Normales Holz oder Dschungelholz? Ich muss ja Dschungelholz mal angucken. Ach, stimmt. Oh, geil. Okay. Nein, da Stein, Holz, Dschungelholz. Habe ich eigentlich, wo ist denn Wolle? Habe ich hier genau. Wow, ich habe eine Wolle. Kann man sich eigentlich gleich mal auf Schafsuche begeben, eigentlich. Ja, da muss ich aber, glaube ich, nochmal in die Nahrungskiste. Wenn ich so eine überhaupt schon habe. Oder Baumzeug. Nö. Mobbing, Wolle, Bricks, Nahrung, Zutaten. Ja, Weizen habe ich zwei Stück. Holz bringt's voll, egal. Sand, Glas, Kieselind. Was wollte ich jetzt mal hier, genau. Das brauche ich, dann brauche ich noch hier ein paar Knochen. Ja gut, was heißt ein paar Knochen? Komm, nehmen wir direkt noch mehr mit. Zack, zack, zack. Guck mal, die Spezialkiste. Ah, toll, ich hatte hier schon ein paar Umil. Das war nämlich meine Befürchtung. Egal, dann tue ich einen Stack wieder da rein. Den nehme ich mit. Dann in Ausrüstung, genau das brauche ich jetzt. Zack. Zack, 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 so. Moment, da kann bitte hier rein. Stein kann weg. Und dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal. Moment, boah. Boah, ich habe jetzt nochmal den Rollladen ein bisschen hoch gemacht. Jetzt ist zwar hell in meinem Zimmer, aber dann kommt wenigstens Frischluft rein und es wird schön kalt. Oh, endlich. So,
Dann. Ja komm, dann tue ich den Stein erstmal weg. Den hole ich mir nachher wieder. Aber jetzt geht es erstmal bloß darum, dass ich hier noch ein bisschen mal auf Schafsuche gehe. Kann ich das alles auch eins darüber machen? So. Na gut, okay, ein bisschen runter Satz, ja? So. Sonst ist es zu hell und ich sehe gar nichts mehr auf meinem Monitor wegen der Spiegelung. So, und dann würde ich sagen, müsste ich vor. Ne, Moment, das gehe ich doch erstmal. Obwohl, nee, stimmt, ich habe bloß noch 9 Level. War mich gern Creeper bei der letzten Aufnahme. Hochgejagt hat, fällt mir gerade ein. Und da fällt mir noch ein, ich brauche noch Zäune. Dass, wenn ich die Schafe dann direkt mitbringe, dass ich dann noch direkt ein Gehege bauen kann. Beziehungsweise, das kann ich ja eigentlich jetzt schon bauen. Mal gucken, habe ich überhaupt noch Zäune? Ich weiß es noch nicht mehr. Oh ja, okay, Zäune habe ich genug. So, dann brauche ich nachher noch ein Zauntor, natürlich. Natürlich. Ach, da fällt mir gerade ein. Kleiner Moment bitte. So, ja, wo ist hier? Ist der Ausknopf für mein Handy? Ausschalten. Oder halt, Moment, abbrechen. Mal gucken, gibt es da nicht auch sowas wie einen Flugmodus oder so? Nee, scheiß auf. So, jetzt mach ich erstmal. Fahr ich das Ding mal runter. So, Drecks-Handy. So, jetzt ist es runtergefahren. Und aus. Weil wenn ich es einfach nur auf stumm schalte, dann kriege ich es ja trotzdem mit durch die Vibration, wenn jemand anruft und dann sagt er dann, nee, du gehst nicht ran. So kann ich sagen, ja, tut mir leid, mein Handy war aus, kann ich nichts dafür. Ich meine, okay, ich hätte es anmachen können, aber scheiß drauf. Ich habe jetzt halt absolut keinen Bock, von irgendeinem Penner angerufen zu werden. So. Oh, guck mal, da ist schon ein Schaf. Zack, 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 zack. Aua. Guck mal, Creeper. Fatz, fatz, fatz. Boah. Ui. Oh oh. Komm da weg. Komm da weg. Ja, boah. Ja gut, dann würde ich sagen, ich bringe das eine Schaf erstmal heim. Bau dann direkt kurz das kleine Gehege, das provisorische. Aua. Arsch. Komm her. Komm her. Komm. Was ich davor nochmal. Nein, nein, komm her, komm her. Ist das Schaf zu scheren? Bis wir dann zurück sind, ist das eh wieder. Ich sag mal nachgeladen. Komm jetzt. Alter, bist du behindert im Kopf oder was? Komm mit. Komm jetzt, endlich. Ach nö. Du Wichser, ey, wegen dir kommt das Schaf jetzt gleich nicht mehr mit. Ey, guck mal, seit wann können die zwinkern? Da guck's euch doch. Hä, seit wann können die blinzeln? Nein! Alter, bist du ein behindertes Dreckschaf, ey. Oh, bitte stirb's nicht. Guck mal, wie behindert das Schaf einfach ist. Gib man sich so eine Mühe, ey. Egal, dann gehe ich jetzt mal auf Monster Hunting und wenn Tag ist, dann suche ich wirklich die Schafe. Aua, verreck doch mal! Hey, hält er da 4 Schläge aus? Ich glaub's ja wohl nicht. Ich hab doch ein Dia-Schwert. Ah, eine Spinne. Meine Fresse, verreck jetzt, du Spaß. Spaß. So. Oh, guck mal, ein Zombie. Guck mal, 2 Hühner. Hallo.
Hühner sollte ich übrigens auch mal einsammeln hier. Fleisch habe ich jetzt zwei. Dich dann auch noch. Die Eier schmeiße ich dann. Kommt jetzt wenigstens ein Huhn raus, nö. Guck mal da oben. Da ist ein Skelett. Nein, oh. Gerade wollte ich sagen, komm schon, bitte schießen wir da aber runter, ja. Aber ist wohl nicht. Guck mal, sind wir Dschungelbaum sammeln. Nein! Boah. Mies, mies, mies. Ja, mach ich irgendwann anders auf, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Aber hier gibt's ja nirgendwo Schafe. Verfickt nochmal. Oh, guck mal. Ein Ozelot und zwei Schafe. Drei Schafe. Alle im Dschungelgebiet. Na super. Also Leute, echt, das wird ein Spaß, die von den Bäumen runter zu kriegen. Und zwar so, dass sie möglichst wenig Schaden erleiden, was eigentlich relativ unmöglich ist. Da oben war irgendwo nur eins. Hier ist nur eins, das schubse ich da auch mal runter und zwar möglichst weit, so dass es schön ins Wasser fällt. Oder hier ganz einfach. Oh oh. Komm, runter. Spring doch! Spring doch! Ma. Moment mal, ich kann das ja dazu bringen, mir zu folgen. Komm mit. Ja, komm mit. Komm. Oh Mann, es wird so ein Spaß, die aus dem Dschungel zu bringen. Oh, Alter, hab ich jetzt schon keinen Bock. Hallo, du da. Komm mal mit. Jetzt komm da mal mit hier, wa? Aber zwei Schafe ist doch schon ganz okay. Daraus mache ich meine eigene Schafszucht. Dann gibt es Inzucht. Mal gucken, kommen die da überhaupt hoch? Komm her. Das weiße Schaf ist natürlich wieder zu blöd. Komm her. Jetzt springt es schon wieder da runter, Mann. Alter, wie dumm behindert bist du eigentlich? Komm jetzt hier hoch, du Drecksmissviech, ey. Komm jetzt, meine Fresse. So, guck mal, ich ebne euch sogar noch den Weg hier, Schmuchteln. Komm jetzt, Mann. Alter, wenn die blinzeln können, das ist ja krass. Richtig brutal. Na komm. Ah, Moment. Sammle ich mal gelbe Blume ein. Gelbe Blume. Gelbe Blumen. Jetzt nehme ich hier Löwenzahn gelb. Oh, guck mal, da vorne ist nochmal. Ah, komm, dann mach ich direkt da unten euer Gehege dann hin. So, hallo. Meine Fresse, Alter, du. Komm jetzt. Hallo. Nein, nein. Aus. Sitz, Platz, komm. Nein. Nein. Ja, noch eins. Komm mit. Komm mit, meine Freunde. Ha, die hat nur ihre Freundin geholt hier. Komm jetzt mal mit ihr. Ich mache euch ein schönes Zuhause, wo ihr nie wieder fort könnt. Muahahaha. Ich glaube, ich hätte wirklich zuerst das Gehege bauen sollen. Nein, oh Mann, komm mit.